Hallo, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Star Wars Jedi Survivor. Auf Kobo. Oh, wieso ist denn das für Grün? Wieso ist da oben auch kein Grün angezeigt? Scheiße. Ich wollte eigentlich sagen, wir sind jetzt so gut wie durch, aber ich habe etwas gesehen, was erkundet werden. Was erkundet werden muss und. Eigentlich müsste ich ja zur Mantis zurück mit Grease sprechen und so, aber ich bin halt. Nun ja. Ich muss halt wissen, was da ist. Ich kann ja so einen Dingsprung machen da hoch. Kommt wahrscheinlich da ganz, ganz hoch. Los! Dieser Ort könnte etwas Grünzeug vertragen. Ob ich wohl jemanden finde, der mir hilft? Der Dachgarten. Du hast den Zugang zum Dachgarten von Pylon Salut und kannst dort Samen pflanzen, die du auf der Reise gefunden hast. Scheibe schon Pflanzen ab und Samenkapseln. Okay, kennen wir ja schon. Platzbedarf. Meistens gibt es verschiedene Größen und größere benötigen mehr Platz. Okay. Du hast 70 Parzellen, und Gartenfähigkeit, was ist denn hier? Alter, du von Cities und dein Garten rekrutierst. Ich meine, man hätte auch den normalen Weg gehen können, aber. Alles klar, pflanzen wir die Samen, die wir gefunden haben. Ich möchte ja gerne in eine Ecke reingehen, nicht mittendrin. Ah. Okay. Kann's kaum erwarten, dass es wächst. Aber noch verschiedene Farben und Formen. Okay, der Samen ist drin. Ganz ehrlich, das ist irgendwie ein sehr netter. Zeitvertreib. Kann der in verschiedenen Farben und Formen finden? Und du kommst hierhin. Nächste Stufe in 5 Minuten. Perfekt.
Der Garten hat sicher Platz für einige der neuen Samen, die ich gefunden habe. Ja, ein bisschen Platz ist er noch, ne? Man, ich selber habe noch keine Ahnung, was für das bringt. Die Stelle hier sieht gut aus. Abgesehen davon, dass ich jetzt einfach mal Pflanzen habe. Nein, Abbruch. Die richtige Farbe ließe diese Pflanze hervorstechen. Halt, ja, ist halt eine Lücke. So. Wir pflanzen das hier. Oh, man sieht ja schon die kleinen Keimlinge. Da haben wir noch einfach noch mehr Pflanzmöglichkeiten. Okay, den Wessenskopf, das Ding können wir nicht verwenden. Wir haben ordentlich angefangen. Darauf sollten wir aufbauen. Ja, wir können jetzt erstmal zum Mentis gehen, dann gucken wir uns das nochmal an. Weil ich glaube, hier steht und wart, bis es wächst. Das ist, kann man zwar machen. Aber ganz ehrlich, wozu? Dann lieber zum Mentis und eventuell unsere Reise fortsetzen. Aus wie neu. In der Tat, dieser mechanische Mixologe kann Wunder wirken. Ich muss es wissen. Haben Sie den Schlüssel nach Terralor gefunden? Ach, das ist kompliziert. Wir werden ihn finden. Monk hat mir gesagt, was passiert ist, während ich schlief. Dass der Orden der Jedi nicht mehr existiert, muss furchtbar für Sie sein. Wir haben beide viel durchgemacht, aber es muss weitergehen, Kerl, denn was bleibt uns sonst? Das stimmt. Einen Platz haben wir noch. Ich werde hier bleiben, aber wenn Sie meinen Rat brauchen, bin ich im Salon. Es war ein großes Glück, Sie zu treffen, Kerl Kestis. Ich habe draußen was gefunden. Ach ja, was denn? Noch ein Holocron? Einen Jedi. Aus der Zeit der Hohen Republik, konserviert in Bagda. Dagan Gera. Ich habe ihn befreit. Was ist passiert? Er griff mich an und floh mit den Bedlam Raiders. Nach ihm hatten sie gesucht. Er sagt, die Jedi hätten ihn verraten. Wandte sich zur dunklen Seite. Alles okay, Kleiner? Tenalor. Es existiert. Irgendwo versteckt im Abyss. Oh, das ist doch völlig unmöglich. Der Abyss frisst jedes Schiff, das ihm zu nahe kommt. Schon vor Jahrhunderten hat die Republik einen Weg hindurchgefunden. Darum haben sie die Anlage im Wald gebaut. Eine versteckte Welt, die seit Jahrhunderten niemand gefunden hat. Wenn du weißt, wie du durch den Abyss kommst, könntest du verschwinden. Ohne Spur sogar. Keine Bedlam Raider, keine Kopfgeldjäger. Kein galaktisches Imperium. Ich spekuliere hier nur, aber für mich klingt das wie ein Ort, den man Heimat nennen könnte. Ja, könnte eine Heimat sein. Los, nimm die Füße runter. Na schön, ich gehe zurück zur Kantine. Weißt du, Grease, wir könnten guten Piloten brauchen. Ich weiß nicht. Ich finde, ihr kommt doch gut allein zurecht. Bloß das Potoli-Gewebe könntest du mal sagen. Wir kennen die Mentis nicht so wie du. Niemand tut das. Ach, Kerl, es tut mir leid. Meine besten Zeiten liegen längst hinter mir. Ich kann nicht mal die Karten richtig halten. Ich weiß, es hat sich viel verändert, aber ich weiß nicht, ob ich es ohne dich schaffe.
Siehst du das wirklich so? Allerdings. Oh Mann, ich schätze, ich könnte fragen, ob Monk den Salon weiterführt. Greasy peasy. Okay. Und du? Allzu viele Kredits werden dabei nicht rausspringen. Kerl, das ist besser als alle Kredits. Stell dir vor, kein Blick mehr über die Schulter. Ein sicherer Hafen für uns. Und die, die wir lieben. Wenn jemand was über eine verlorene Jedi-Welt weiß, dann Sia. Jedha! Ein Besuch bei dieser netten Lady ist längst überfällig. Wisst ihr, ich mach noch was zu essen, bevor wir aufbrechen. Willkommen zurück im Außenposten. Vergiss nicht, Doma mit selben Details besuchen. Dachgottneffensinkel kann mehr Bewohner treffen, die zur Verbesserung des Außenpostens beitragen können. Siehst Lernen freigestellt. Okay, das ist gut. Siehst Lernen. Oh, Schüssel Belohnung, ist zugänglich. Dann das zur Robotik. Und der Dachgarten. Genau. Okay, wenn den Speicherpunkt hier, hat sich nichts verändert. Wir reden mit den beiden noch, keine Angst. Ich möchte erstmal jetzt zu Sis Laden gehen. Das ist ermutigend. Ich wette, wir können noch mehr pflanzen. Ein guter Neuzugang für unseren Garten. Meinst du denn hier einen Laden? Ach ja. Wollt ihr sehen, was ich gefunden habe? Dies könnte sich als nützlich erweisen. Okay, mehr Bonus-Slots. Erhöht den Schaden. Aber erst mit der Machtfähigkeit. Hält euch etwas auf, Kerl? Das ist auch nicht schlecht. Mehr schneller leveln. Eine starke Wahl. So viel steht fest. Ein Bonus-Slot ist halt auch nicht schlecht. Findet das Ihre Zustimmung? Ich glaube erstmal mehr schneller leveln, um alles einfach freizuschalten. Das nehme ich. Köstlich. Geht voraus, Kerl. Nicht schlecht. Ich habe schon hässlichere Dachgärten gesehen. Okay. Bereit für etwas Gartenarbeit? Nächste Stufe in 20 Minuten. Ich frage, erntet man das ab? Hm. Also wir machen es definitiv bloß zum nächsten Planeten. Also mich hält jetzt aktuell nicht mehr auf Kobo. Abgesehen davon, dass wir jetzt noch ein, zwei kleine Upgrades machen.
Ich dachte, wir können uns einfach mal schlafen legen. Wie fühlt es sich an, wieder auf der Mantis zu sein? Gut. Ich denke drüber nach, einen Burra-Fisch mit Curry zu machen. Die Küche ist in einem besseren Zustand als der Rest des Schiffs, Kleiner. Ja, sie wurde weniger benutzt, nachdem du weg warst. Ich sehe, dass überhaupt keine Gewürze verbraucht wurden. Hast du in den letzten Jahren einmal eine anständige Mahlzeit gekocht? Ich bin als Koch nicht halb so gut wie du, Grease. Und als Pilot vielleicht nur zu drei Vierteln. Sehr freundlich. Aber bei der ersten Gelegenheit mache ich dir eine Portion von Urgroßmutter Pailoons Umbra-Hack. Mein Lieblingsgericht. Kann's kaum erwarten. Also, geht's jetzt nach Jeddah oder was? Also, wer ist dieses hier, zu der wir wollen? Eine Mentorin von mir. Sie hat mich auf Braca vor dem Imperium gerettet und dann durch die halbe Galaxis geschleift. Ihr habt wohl einiges durchgemacht. Ja. Ist lange her, seit ich sie gesehen habe. Brechen wir auf? Laut meiner Erfahrung sollte man einer Spur folgen, solange sie warm ist. Ja, dann machen wir uns los. Okay, die Karte sorgt für... ja, den einen oder anderen Ruckler. Eieiei. Jeddah, hä? Kälte ist nichts für Lateros, weißt du? Ich weiß halt nicht, woran das liegt, dass das so, weil bei der Karte so extrem ist. Ich könnte noch ein paar Sachen runterschrauben, aber da wird es aber schon langsam kriminell. Fühlt sich bestimmt gut an, nach so langer Zeit wieder im Cockpit zu sein. Es geht. Langsam gewöhne ich mich wieder dran. Ich war noch nie auf Jeddah. Fliegen wir zur Stadt? Nein, ich habe gehört, Zia ist in der Wüste mit einigen komischen Eremiten untergetaucht, den Anachoreten. Ich wünschte, sie hätte sich einen lebhafteren Kult ausgesucht. Wir empfangen ein Signal von Jeddah. Das ist Zia. Ich habe unseren Besuch angemeldet. Ich lege sie auf den Holoprojektor. Hey, Karl, schau auf den Holoprojektor. Wir haben einen Anruf von Jeddah. Jo? Nee. Kestis, es ist mir eine Ehre. Ja, hallo. Ist Sia da? Wir erwarten sehnsüchtig eure Ankunft. Jedoch fegt ein Staubsturm über unsere Position. Eine Landung wäre zu gefährlich für euer Schiff. Wie gelange ich dann zu euch? Meisterin Janda schickt euch eine Eskorte zum Geleit. Was, sie schickte jemand anderen? Ich sende die Koordinaten des Treffpunkts an euren Piloten. Okay, hab sie. Gebt Acht, wenn ihr das Schiff verlasst. In der Wüste wurden imperiale Patrouillen gesichtet. Danke für die Warnung. Tja. Die sind mir echt unheimlich. Ich bin schon sehr gespannt, was für einen Irren sie dir schickt. Und das Imperium ist auch da. Ich hatte auf einen schöneren Empfang gehofft. Pass auf dich auf. Keine sinnlosen Heldentaten, okay? Grease, hast du Märchen über mich erzählt? Ich habe außer dir noch viele andere Gesprächsthemen, Kleiner. Halte Ausschau nach dem Imperium. Solltest du nicht aufbrechen, Kerl? Ich wollte nur sicher gehen, dass du okay bist. Was denn? Glaubst du, ich bin nicht okay? Deine Hände haben bei der Landung gezittert. Du hast bei der Landung meine Hände beobachtet? Oh. Das ist gruselig. Jetzt irgendwie habe ich das Gefühl, dass es immer noch ein bisschen ruckelt in der Aufnahme. Mir beim Spielen jetzt zwar nicht. Mmh.
werden ein bisschen dann rumspielen hier. Meine Texturqualitäten möchte ich nicht unbedingt weiter runtersetzen. Ja, oder? Ja. Warum muss ich bei dir bleiben? Weil meine Abzugsfinger nicht mehr so schnell sind wie früher. Darum. Also bin ich jetzt dein Leibwächter? Leibwächter werden bezahlt. Ja, das Post-Processing war es, das Problem noch verursacht hat. Ja, werden wir weiter feststellen. Ansonsten muss ich ein paar Verbesserungen vornehmen oder halt. Suchen wir es hier als Eskorte. Der Treffpunkt liegt vor uns. Noch ein paar Änderungen bezüglich Grafik. Geblockt? Ja, zeig mal her. Der Passbild etwa Schutz kann aber mit der Macht entfernt werden. Warte, wirst du ihren Kopf herausstecken und schlag dann zu, um sie schnell zu besiegen. Man kann deren Panzer entfernen. Zeit für eine Kletterpartie. Festhalten, BD. Vorsichtig sein. Erstmal den Shortcut, ganz wichtig. Jedda. Nicht übel. Wow. Komm, wir sehen uns das mal genauer an. Echt gut ich aus. Muss meine Mitte finden. Kann losgehen. Lieber nicht auf den Sand gehen, okay, Kumpel? Ich will nicht als Snack enden. Oh. Warte, RB? Ein Item? Nee. Sieht aus wie eine Gebetsmühle. Okay, das Vieh ist schon mal wieder näher. Da unten muss ich hin. Hilfe! Meine Güte! Hä? Nicht im Kampf? Kämpfe doch nicht mehr. Hey, neues Fernglas. Okay, das Vieh ist schnell da. Sehr, sehr schnell.
Einzige Möglichkeit ist, so wie da zu den Felsen zu kommen. Okay, das ging schnell. Trotzdem würde ich gerne den anderen Weg nochmal gehen. Ich bin jetzt nicht in Ordnung, dass das schon als Sand zählt. Also gut, solange wir rennen, sind wir sicher. Wir müssen einfach das Rennen. Einfach die beiden in der Hand nehmen und rennen. Oh, hallo. Hilfst du mir mal bitte? Verdammt. Hilf mir bitte! Ja, nicht beschissen. Hochkarte zu beste Worte mit einem Gegenangriff, bis ihr Angriffswürfe beendet hat. Achtung auf die Sprungangriffe, genau. Ja. Ich habe auch einfach richtig scheiße gekämpft. Also richtig, richtig scheiße. Ja, hier hoch, oder? Verdächtig danach aus. Brechen wir das Lager ab. Wir haben kaum noch Wasser. Wenn wir keine Oase finden, erreichen wir die Pilgerbrücke nie. Sieht aus wie eine Schriftrolle. Wie lange die wohl schon hier liegt? Eine jede Schriftrolle, noch ein weiteres Sammlerobjekt zum Handeln. Okay, gut. Ja, das heißt, wir müssen den ganzen Weg jetzt noch einmal zurück. Ha! Toll. Meine Fresse, ich hasse das. Schütze mich.
Was redet ihr nicht auf mich? Merken, drei Schläge sind einfach zu viel. Zweimal zuschlagen reicht. Vielleicht kann jemand in Sears Basis was damit anfangen. Scheiße. Das war etwas knapp. Okay, da wird man bei dem anderen Ding hinkommen. Anderer Weg wahrscheinlich. Jetzt müssen da hoch irgendwie. Der gibt einfach nicht auf. Das verlangt Respekt. Kann ich nicht einfach den drauf losspringen oder schlagen? Hey, wie lange hält das diese Scheiße noch aus? Kleine Mistviecher. Okay, wir könnten dorthin springen. Jetzt könnten. Ja, BD. Ja, da wurde man, hab ich erkannt. Ich habe einige Legenden gelesen, was Jedi mit dem Verstand einer Person anstellen können. Wir müssen nur auf der Hut bleiben, dann werden wir selbst zu Legenden. Vielleicht kann jemand in Sears Basis was damit anfangen. Imperiale. Ja, wir wollen ein. Kämpfe mit mir! Gut gemacht, mein Freund. Schöne Gedankenkontrolle, ne? Jetzt wisst ihr, wozu die fähig ist. Keine Spur vom Piloten. Sollen wir das melden? Halt die Augen offen. Früher oder später wird jemand kommen, um diesen Speeder zu holen. Und halte jede Person fest, die hier vorbeikommt. Verstanden? Wir müssen die Eskorte vor dem Imperium finden. Dann ließen den Raketenputzi einmal kontrollieren und dann. Ah, wir haben einen Checkpoint. Auch gut. Den nehme ich dankend an.
Genau, wenn wir runterfallen, gibt es schon wieder dieser blöden Sandwurm, der ist auf dem Nerv geht. Bin ich tot. Hast du mir zugesehen? Wie in alten Zeiten. Überrascht mich zu sehen? Ich dachte, sie schicken wen, den ich nicht so gut kenne. Viel zu voreilig von dir, Cal Kestis. Seit wir uns zuletzt sahen, hat sich viel verändert. Ich seh's dir an. Komm, mein Speeder steht da vorne. Dein Landspeeder? Die Sturmtruppen haben ihn. Mit denen werden wir schon fertig. Und uns haben sie jetzt auch. Weit. Versuch Schritt zu halten, Jedi. Ich bin bei dir, Kerl. Du wirst dich ergeben. Beide! Wenn nur noch ich übrig. Vorsicht, gefahren wir. Hör auf, wegzurennen und kämpfe. Holt ihn euch. Lass mich bezahlen. Jetzt weiß ich, dass du ein Jedi bist. Was unser letzter Plan ist. Was für eine Verschwendung. Cal, die Wand! Da kommen noch mehr. Es kommt da jetzt an. Ich bin bei dir, Jedi. Ah. Das war der letzte. Du hast neue Tricks gelernt. Du anscheinend auch. Oh, neue Tricks. Ich habe ein Kletterkabel. Siehst du was zum Festmachen? Wie ist das? Wie hilfreich ist das denn, bitteschön? Moment mal. Ich heb gerade einen Teil des Schilds an. Ich habe was gefunden. Ich dachte, du reist durch die Galaxis. Was machst du auf Jedha? Jedha ist ein Teil der Galaxis, Cal. Gut zu wissen. Ich besuche Seer von Zeit zu Zeit. Als ich hörte, dass die Mantis kommt, habe ich angeboten, dich zu führen. Wie nett. Vielleicht kann jemand in Seers Basis was damit anfangen. Wir müssen auf die andere Seite. Ja, das könnte klappen. Gut. Wir sollten uns beeilen, Cal. Ein Sturm zieht auf. Ja, bisschen einfach hier drin. Was? Jetzt mach das. So. Sturmtruppen. Wir sollten sie umgehen und von oben angreifen. Das hört sich gut an. Zurückkommen und den Speed erholen. Wie kommst du darauf? Das ist nur ein Speed.
Dinge sollten sie erledigen, bevor noch mehr kommen. So wie damals auf Nar Shaddaa? Richtig. Du gehst vor, Cal. Ganz was Neues. Lass mich kurz taktisch überlegen. Sie sind hinter dir her. Boah, ich glaube, taktisch die beste Entscheidung mit dem Bomber, also mit der Raketendulli. Dafür werden sie bezahlen. Geht's dir gut? Ja, mir schon. Nur meinem Speeder nicht. Auch wenn sich der Sturm gelegt hat, ist jetzt so weit weg, um zu Fuß zu gehen. Was soll denn? Woran denkst du? Vielleicht nimmt uns jemand mit. Na dann, komm mit. Ja. Auf diesen... Fliegen hast du noch nicht gelernt, oder? Leider nicht. Dann müssen wir einen anderen Weg finden. Da. Kannst du es sehen? Ja. Nein, gefailt. Du kannst es immer noch. BD ist ein bisschen langsam. Das war ein Witz, Droide. Hier durch. Ja, ja, ich beeil mich schon. Du steckst doch nicht fest. Nein, nein. Alles gut. Oh, Sith-Spucke. Der Weg ist versperrt. Oh, pass auf! Willst du mich umbringen? Tut mir leid, ich dachte... Es ist okay, Cal. Bleib zurück. Ich mach das. Was machst du da? Ich stelle das Muster wieder her, das du ins Chaos gestoßen hast. Unglaublich. Das sah anstrengend aus. Brauchst du eine Pause? Der Sturm kommt. Ich ruhe mich aus, wenn wir in Sears Basis sind. Hast du das gelernt? Datomir. Du bist wieder zurück? Ja. Meine Schwestern sind fort, doch ihre Weisheit bleibt. Mann, 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 solche Fähigkeiten hätte ich auch ganz gerne. Ah, die Spamele. Sie haben an einer Oase angehalten. Es wird wärmer. Die Kreatur ist fort. Aber... sie wird zurückkehren. Wir hätten diese Reise niemals antreten sollen. Mögen die Jedi uns beschützen. Von der anderen Seite, wie zu erwarten. Und naja. Wir haben jetzt auch die Checkpoint. Könntest du dir eine neue Jedi-Fähigkeit holen? Ist einfach jeden Gegner dazu zwingen. Geil. Das wird mir das Leben so viel einfacher machen, gefühlt. Okay, so. Wir sind. Okay, ich bin bereit. So, wir sind jetzt auf Jedi angekommen. Ich hab. Ah, nee, hab ich nicht übersehen. Oh nein.
Ich habe die Kiste übersehen. Ich hätte über die Klötzer springen müssen. Nein. Egal. Nein, machen wir noch schnell. Das machen wir noch schnell. Weil ich wollte echt gerade die Folge beenden, aber das ist kein guter Abschluss. Da fehlt eine Kleinigkeit. Viel Schaden machen die nicht, aber die Masse macht es ganz klar. Hallo, bis. Wir sind alle Gegner mit dem einen Nichtschwertkampfstil. Du willst mich beschützen. Kämpfer an meiner Seite. Gib mir ein BD. Wir werden gemeinsam kämpfen. Heil mich. Aua, aua, aua. Hey. Kann mir mal jemand erklären, was gerade passiert ist? Hilf mir. Attacke! Eine Wunde ist nur eine Wunde. Greife an! Bewegen kannst du dich. Geschafft. Gut. Bis lange dauert. Jetzt ist es weg. Wir haben es geschafft. Aber wir haben einen Fähigkeitspunkt bekommen. Und. Wow, schon besser. So, jetzt gehen wir wieder zurück zum alten, zum anderen Wegpunkt und... Ja, dann war's es auch für heute. Haben wir zumindest mal einen guten Start hier auf Jedi hingelegt. Es gibt nur die Macht. Frag mich jetzt aber auch.
Okay, gut, okay, dann nicht. Das ist schlecht. Ich dachte, ich könnte hier für einen Punkt noch kaufen, aber. Nee, leider nicht. Wir müssen mal gucken, was wir da investieren und wie wir investieren. Da muss ich mal gucken. Es ist ja. Naja. Ich hätte auch noch, dass ich irgendwie noch andere Fähigkeiten kriege mit dem einfachen Lichtschwert. Aber gut. Nichtsdestotrotz, was heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Like oder Abo da und bis zum nächsten Mal. Tschüss.